Okay, ich habe das Passwort jetzt eingetragen für den für das Funknetzwerk und er versucht die Schnittstellenkonfiguration zu ändern. Gut, jetzt hat er das angeblich geändert und vielleicht sich auch verbunden. So, ja, mir wird immer noch kein Netzwerk angezeigt hier. Gucken wir mal, ob er sich vielleicht da alleine verbunden hat. Ich weiß es nicht, warum das jetzt nicht, warum er nicht sich verbindet hier. Netzwerk manuell einrichten kann ich machen, habe ich aber nichts von, weil das ihn ja dann nicht verbindet. Edit Wireless Networks. Gehen wir nochmal da rein. Aber auch hier gibt es keine Möglichkeit, einfach zu sagen, jetzt verbinde dich mal. Ich schalte mal das WLAN aus und wieder an. So, oben in der Ecke zeigt er jetzt, das wäre aus. Und das ist der geile Clou an der ganzen Geschichte. Da stürzt nämlich der Asus IPC 1000HE einfach mal so ab. Einfach mal so ab. Und das habe ich jetzt schon zum fünften Mal. Und nebenbei konnte ich die diese Foronix Test Suite mit einigem Umstand zwar installieren, aber die Update-Funktionen, um die Tests dann durchzuführen, haben definitiv alle nicht geklappt. Und von daher werde ich jetzt den ganzen Linux-Scheiß hier wieder runterschmeißen, so laut es mir tut, liebe Freunde aus der Unix-Gemeinde. Wieder runterschmeißen und noch mal ein paar Benchmarks mit dem ja, wie heißt es, PC Mark 05 und 3D Mark 01 und solche Sachen machen unter Windows dann. Leider, ich hätte gerne Linux Benchmarks gemacht, es geht nicht, ich bin zu doof, vielleicht ist einer von euch so nett mir zu helfen, aber ich glaube, wenn hier einfach das ganze Ding abstürzt, es tut sich nichts mehr, dann ist auch schwierig mit Hilfe, vielleicht sollte ich es nochmal neu installieren, das Ubuntu. Aber nur weil der Ruhezustand einmal nicht funktioniert hat, geht gleich WLAN nicht mehr und das ganze Ding stürzt ab. Also eigentlich habe ich direkt die Schnauze voll. Ich habe wirklich mehrere Stunden und an mehreren Tagen das versucht. Der Artikel wird Windows-Benchmarks beinhalten. So leid es mir tut. Danke, tschüss.